Ich bin Josef und studiere jetzt seit 4 Jahren an der Hochschule. Ich komme auch aus Dresden und habe mich dann entschieden, hier zu studieren. Bin jetzt an der Pfotenhauer Straße in der Bildhauereiklasse, aber arbeite vor allem medienübergreifend, Malerei, Performance, Installation. Ja, also ich habe während der Schulzeit schon relativ viel irgendwie gezeichnet, vor allem Skizzenheften, und dann gemerkt, dass ich eigentlich so das mache, was ich machen will. Und da ich eh irgendwie in Dresden war, dachte ich, bewerbe ich mich erstmal hier in der Hochschule und gucke, ob es klappt. Und ja, dann hat es auch relativ schnell geklappt, dass ich hier war. Und da habe ich dann eigentlich erst angefangen zu malen und andere Sachen auszuprobieren. Und da dann auch festgestellt, dass ich irgendwie, aber so nur Malerei irgendwie mir nicht reicht und ich irgendwie noch andere Sachen brauche. Mich dann in der Hochschule umgeguckt und dann hier die Klasse gefunden, in der ich jetzt bin. Und ja, genau, und bin jetzt auf jeden Fall in der Bildhauerklasse gelandet, wo ich aber alles Mögliche gerade mache und ausprobiere und irgendwie hier in der Pfotenhauer Straße ganz gern mag, dass man irgendwie mitkriegt, was alle anderen machen. Irgendwie alle machen was Unterschiedliches und man lernt irgendwie so neue Sachen voneinander, vor allem unter den Studierenden. Und darum bin ich ganz zufrieden jetzt hier in der Pfotenhauer Straße. Ja, in meinen Arbeiten geht es viel um Identität, irgendwie der Frage nach Identität, wer ist man, nach sozialen Zusammenhängen zwischen Leuten, also zwischenmenschliche Beziehungen irgendwie. Dann auch irgendwie die Frage nach Kleidung, die irgendwie einen im sozialen Raum agieren lässt und irgendwie auch Ausdruck der Identität ist, dann irgendwie verbunden mit der Kleidung, auch irgendwie das Verkleiden, das sich verwandeln, irgendwie jemand Neues werden, so dass vor allem in der Malerei ist das so mein Thema. Aber ich glaube, so im weitesten Sinn sind es schon irgendwie so soziale Strukturen und Identitäten, die mein Hauptthema sind. Ja, also es wäre cool, wenn es weiterhin möglich ist, Kunst zu machen, auch nach dem Studium, irgendwie Räume zu finden, in denen man arbeiten kann. Leute zu finden, die irgendwie einen unterstützen, die man auch unterstützt, irgendwie zusammenarbeitet. Also ich habe jetzt dieses Jahr mit einer Freundin auch ein Performance-Kollektiv gegründet, hoffe, dass da irgendwie weiter in der freien Szene geht irgendwie. Aber gleichzeitig auch mit der Malerei irgendwie, dass ich so einen Ort finde, wo ich das machen kann und weiterhin Leute gibt, die es irgendwie cool finden. Das wäre ganz gut.